So, yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Might & Magic Clash of Heroes. Am letzten Part hatten wir eine winzig kleine Überlänge gegen Ritter Nathanson. Und jetzt, sag mir einfach, was in der Truhe drin ist. Mir ist egal, was die daheim über Elfen sagen. Mir kommt ihr durchaus ehrenwert vor. Danke, jetzt verpiss dich, ich will die Truhe. So, danke, du bist weg, Truhe. Drachenschuppen. Die Säure des Smaragddrachen bleibt eine weitere Runde erhalten. Ja, okay. Nein, das legen wir nicht an, die benutzen wir ja auch nicht. Ja. Haben wir den. Du müsstest noch einen Steckbrief für uns haben. Interesse an einer neuen Aufgabe. Lalalala. Kutlion. Der nächste Auftrag ist der Zauberer Kutlion. Er wird für die Ausübung verbotener Magie gesucht und mir fällt gerade auf, dass wir ihn schon mal hatten. Ja, den Steckbrief nehmen wir an, denn. Das wollte ich nicht, by the way. Okay. So. Ich wollte eigentlich Rechtsklick machen, nicht Linksklick. Kutlion, Level 8. Hier, Moment, ich will das mal kurz. Die Muttersaat und der hier wurde unweit der Muttersaat gesehen. Könnte das etwas miteinander zu tun haben? Man munkelt, das ist das könnte. Ist es doch nicht etwa? Die Zauberer haben aber einen sehr viel anderen Sprite als in der DS-Version. Okay. Sollen wir den jetzt schon machen? Welches Level sind wir? Level 8, da wollte ich, by the way, nicht hin. Level 8. Ich weiß nicht. Aber egal was, ich möchte erstmal Gold. Gold. Danke. Und jetzt möchte ich Spiel speichern. Denn, Moment, das war der, in dem wir letztes Mal gespeichert haben. Jetzt speichern wir hier. So, dann haben wir gespeichert. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz einen Schnitt setzen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerufen. Tut mir sehr leid. Ich habe mich aber in der Zeit, in der ich jetzt ein wenig etwas für den Haushalt tun musste, entschieden. Kutlion ist zuerst dran. Warum lassen Sie mich nicht in die Nähe der Muttersaat? Ich will doch nur eine winzige Probe. Nur eine Berührung. Mit ihrer Macht könnte ich die Welt be. Manche Magie ist nicht für machtgierige Sterbliche wie dich, Kutlion. Bist du etwa unsterblich? Du siehst nicht so aus. Ja klar, ja klar. Lol. Lol, was ist das denn für ein. Ja gut. Ja gut. Krasser Sprite. What the hell? Das sieht ganz schön gefährlich aus. Natürlich kriegt er am nächsten. Leute. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Ja, Rückzug. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Wir werden doch zuerst die Muttersaat retten. Ein Glück, dass der Rückzug hier so wenig kostet. Halt, Männer, tretet beiseite. Wir haben einen Fehler gemacht. Die Elfen sind nicht unsere Feinde. Wir müssen zurück ins Imperium. Seid ihr jetzt Elfenfreund Varkas? Macht sie fertig, Jungens. Er ist zum Feind übergelaufen. Wir dürfen sie nicht an die Muttersaat lassen, Enven. Ja, Findan. Und natürlich stehst du völlig ungerührt daneben. Oh, mal was anderes. Schütze die Muttersaat und besiege die Greifentruppen. Natürlich. Nein. Oh. Leute, dieser Kampf ist so leicht zu verlieren. Ihr seht vielleicht, wir dürfen hier, wenn diese hier auch nur einen Punkt Schaden bekommt, haben wir den Kampf verloren. Das ist dann sowas ähnliches wie Escort-Mission, nur noch 10-mal schlimmer.
Gott. Aber wenigstens sind noch keine Angriffe in der Spalte der Mutternsaat. Wenigstens das noch nicht. Gut, die Mutternsaat... Also in diesem Kampf hier muss man wirklich sehr viel strategisches Geschick walten lassen. Da muss man wirklich jeden einzelnen Zug überlegen. Nicht, dass mir das keinen Spaß machen würde. Bevor hier noch ein falscher Eindruck entsteht. Mir macht das nämlich sehr viel Spaß, aber... Das ist wirklich anspruchsvoll. Also das ist wirklich nicht einfach. So, na wenigstens kriegt er jetzt richtig dicken Schaden. So, bam. Und da rein Einhorn. Wir haben ihn jetzt schon ziemlich hart erwischt. Glaube ich. Der hat keine Regenerationseinheiten. Yay. Okay. Nee, das wollte ich jetzt nur mal angemerkt haben. Er hat nicht diese nervigen Regenerationseinheiten. Das freut mich voll. Nee, echt, das freut mich gerade richtig. Oh, nee, ein Greif. Scheiße. Also der Greif kann ja gerne mich oder so treffen. Das ist mir relativ Rille. Aber wenn der die Mutternsaat trifft, ist... Ich wollte eigentlich den darüber löschen. Danke, Spiel. So. Alter. So. Ach, sehr geil. Dann kriegen wir noch extra Zug. Und da bauen wir noch einen Wall. Genau. Ja. Ich glaube, ich werde die Mutternsaat mal wieder umsetzen müssen. In der Spalte hier sind mir im Moment... noch zu viele Angriffe. Und bevor ich hier Nachschub hole und meine Mutternsaat irgendwo... Na, wobei, solange sie recht weit unten steht, kann ich sie dort recht schnell rausholen. So. So. Na, ich stelle sie erstmal hier hin. Hier ist sie sicherer. Oh, ich dachte jetzt eigentlich, der baut einen Wall. Na gut. Ist ja seine Entscheidung. Er ist ja ein Ritter mit freiem Willen. Wobei ich mal glaube, das könnte schon sein Ende sein, oder? Ja gut. Also ich weiß, eigentlich hatte ich jetzt schon die ganzen letzten Parts über Angst vor diesem Kampf, aber es war ja scheinbar nicht so schlimm. Level 3 für das Einhorn. Ja, das begrüße ich doch sehr. 500, ja. Ich entschuldige mich für den Ärger, den wir euch bereitet haben, Elfen. Ich gehe zum Imperator und berichte ihm von dem Dämonenplan, den ihr aufgedeckt habt. Ja, so ein Schwertkämpfer darf die Mutternsaat nicht angreifen, aber ein Pfeil darf. Ja, okay, egal. Wer hat den Pfeil abgeschossen? Ich sehe niemanden. Daran ist eine Botschaft befestigt. Hört euch das an. Wir spitzohrige Elfen haben den Menschenjungen entführt. Den Sohn von diesem Lord so und so. Ich wollte gerade ernsthaft Sound so lesen. Er ist im elfischen, unserem Jagdlager. Und wir töten ihn mit unseren kleinen elfischen Dolchen. Kleine elfische Dolche? Damit ist Godric gemeint. Er steht so auf Birkenpergament, aber es ist sicher ein Dämonentrick. Godric? Der Sohn von Lord Edric? Wir waren in derselben Klosterschule für junge Ritter. Es gibt Klosterschulen für junge Ritter. Okay. Die Botschaft ist für euch gedacht, Ritter Varkas. Sie wollen wohl, dass eure Männer Godric finden. Und ich fürchte, wenn wir uns nicht beeilen, finden wir nur seine Leiche. Und mehr gefälschte Beweise. Wir befreien ihn gemeinsam und spalten unterwegs jedem Dämon den Schädel, der uns begegnet. Ja, Varkas, da sagst du es. Wir werden zu schnell für euch sein. Ihr solltet heimkehren und mit eurem Anführer reden. Nun gut, dann viel Glück, Anden. Und Findern hat kein Glück verdient. Wäre das möglich? Könnten wir uns durch Godrics Rettung die Klinge des Bindens zurückholen? Das werden wir bald wissen, Anwen. Das Jagdlager ist nördlich von hier. Irgendwie verändere ich immer das Voice-Acting zwischendurch, aber... Ja, noch ein bisschen Kohle. So, hoho. Wir haben Money in the Bank. Und wir machen Spiel... Spiel speichern, ja. Genau das tun wir.
Und wir speichern hier. So. Moment, kurzer Schnitt. Ungefähr erst 12 Minuten. Ja, da können wir doch noch ein bisschen was machen, denke ich. Diesen Part werde ich jetzt übrigens mal versuchen, mehr im Limit zu halten. Du sagst was? Um den Fluss sicher überqueren zu können, müssen die Stämme richtig gelegt werden. Ich erinnere mich daran. Oh, ja. Ja, Leute, es gibt auch außerhalb der Kämpfe Rätsel. Der Damm muss gebrochen sein. Der Fluss tritt über die Ufer. Wir kommen nicht hinüber. Mit diesen Baumstämmen können wir einen Weg bauen, Findern. Ja, okay. Bam, ba, da. Okay, mit dem passiert also noch nicht viel. Aber hiermit sollten wir uns jetzt erst einmal... Okay, also... Moment, nee, der hier muss zuerst ins Wasser. Der ist nämlich nur als eine kleine Übergangshilfe für den hier geplant oder gedacht. Und mit dem kommen wir dann... Okay. Moment. Mache ich das ein bisschen anders. Dann stoße ich den hier zuerst ins Wasser, dann den hier... Dann stoßen wir den hier ins Wasser. So. Jetzt den hier. Jetzt haben wir nämlich alle Stämme drin. Und es entsteht ein Knoten. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir ans andere Ufer zum Jagdlager. Ich bin sicher, auf uns warten große Gefahren, Enven. Du solltest bereit sein, dich ihnen zu stellen. Ja, aber bevor wir das machen, nehmen wir die Kiste mit. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste. Ring des... Wiederauferstehung nach dem Tod einmal pro Kampf mit anschließender Regeneration von 2% des HP-Maximums pro Runde. In der DS-Version war es ganz anders. Da hieß das Ding Phönixfeder, hat dich wiederbelebt und nix regeneriert, sondern dich direkt mit 15% des HP-Maximums wiederbelebt. Aber, Leute, das lege ich sowas von an. Man hat so viel mehr Freiheiten, wenn man einfach nur sagen kann, ja... Ich nehme mir jetzt den Luxus. Erstens mal gönne ich mir hier ein paar Droiden. Warum auch nicht? Und zweitens mal habe ich jetzt praktisch den Luxus, auch einmal sterben zu können. Das hört sich echt merkwürdig an. Okay. Nochmal ein ganz kurzer Schnitt. Wir sind gerade mal bei knapp 15 Minuten. Das wollte ich gesagt haben. Ich weiß nicht. Also wenn es hier hinten jetzt stark nach Kämpfen bzw. Story aussieht, werde ich davon erstmal die Finger lassen. Und den Part hier lieber jetzt beenden. Aber wenn es noch... Okay. Ja. Wir sind da und finden unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Es wimmelt von Dämonen. Ja, Leute. Das sieht sehr danach aus, dass wir hier sehr viel kämpfen müssen. Aber ich würde sagen, das erledigen wir dann wirklich erst im nächsten Part. Ich möchte nicht nochmal überziehen. Und würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Might & Magic Clash of Heroes. Im nächsten Part prügeln wir uns dann hier mal durch das Lager durch. Und ich würde sagen, mit dem nächsten Level up, wie weit ist das noch? Ah, noch ziemlich weit. Aber das sollten wir eigentlich noch schaffen. Und mit dem nächsten Level up werden wir dann nochmal gegen Kutlion, den Zauberer, kämpfen. Und ja, das sind alles Sachen, die im nächsten Mal noch auf euch zukommen werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.